Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß, heute ist Sonntag. Ich hatte Freitag und Samstag und gestern halt Lehrgang abends. Das war dann mit Video machen nicht so gut. Also machen wir es heute am Sonntag. Auch egal. Tja, was ist passiert bisher? Eine Menge Kleinscheiß. Alles nur so. So was hier. So was hier. Zig Sachen davon. Hier so einen halben hier und noch so ein Penüppel. Ein paar große Muttern. Ja. Ich mich alle noch bearbeiten muss. Ja. Dann haben wir hier so einen riesen Oschi. Das ist die Hälfte vom Becken. Ich glaube, die zweite Hälfte ist gerade im Druck. Kommt da nah dran. Ansonsten haben wir hier zigtausend Kleinteile, die ich alle noch bearbeiten muss. Ne, hier so Support entfernen. Alles ein bisschen säubern, entgraten. Naja. Weil später, ja, und das dann so, dann wird der hier drauf geklebt und wir haben einen Stoßdämpfer. Und der kommt dann irgendwie hier unten, ja, ne, so an den Oberschenkel ran. Oberschenkel, ja, den musste ich auch leider ein bisschen teilen. Der eine war nicht ganz so toll gedruckt. Ah, naja, genau. Also das hier vernünftig zu säubern, das wird eine Lebensaufgabe. Der ist viel zu massiv. Da habe ich ein bisschen zu viel Filament durchlaufen lassen durch den Drucker. Leider. Der ist zwar stabil, ne? Also, da kann man sagen. Andererseits natürlich das mit den Graten und so ein Problem. Das ist bei dem viel einfacher. Hier so ein bisschen mit Schraubenzieher lang gehen, ist das schon wieder super. Kommt dann später hier dann so zusammen und dann wird da noch. Warte, der ist das. Genau. Dann kommt der da durch und dann geht's ins Becken rein. Sehen wir dann noch. Dauert noch ein paar Tage. Aber gut. Das heißt, wir sind schon ein großes Stück weitergekommen. Ne? Unterschenkel hatten wir ja. Genau. Das sind dann diese Teile hier. Einmal hier so einen, ne? So einen kleinen Pin hier, mehrmals. So, und dann kommt das demnächst so zusammen. So wie ich Oberschenkel nochmal gedruckt habe. Der eine ist fertig. Wie gesagt, in fünf Teilen. Muss ich noch kleben. Weil das hier mit das größte Teil ist. Wie das dann zusammengehört. Bin ich selber mal gespannt. Und wie soll das hier auch zusammenpassen? Ich weiß noch nicht genau wie. Aber es ist halt so geplant. Das Ding noch dazu. Das gehört irgendwie noch dazu. Ich lasse mich selber mal überraschen, was das wird. Ja, die Geschenke dann durch fünf Teile geteilt, so dass man die guten sichtbaren Teile immer ohne Support hat. Wie den zum Beispiel, der ist außen. Hier kommt der Unterschenkel rein. Das ist dann quasi das Knie. Ja. Ja, da haben wir hier mehrere von diesen Dingern hier. Hier so einen kleinen. Ja, und die Gegenstücke dann dazu, die muss ich alle wieder alle noch säubern. Hier unten den Scheiß entfernen. Ja. Bin auf gutem Wege.
wenn der das zweite Teil vom Becken dann fertig ist, dann kann ich das mal kleben. Und daran kann man dann aufbauen, anbauen, wie auch immer. Ja, das ist dann so, kommt das andere Teil dagegen und dann haben wir schon das Becken fertig. Ja, ich bin selber ein bisschen gespannt, wie das dann nachher wird. Also ganz ehrlich, ich habe noch nicht so richtig den Plan, wie das kommen mag. Aber gut. Ich schätze einfach mal so. Weil da kommen wieder Stoßdämpfer rein. Das kommt hier rein. Das weiß ich sicher. Hier kommen die Stoßdämpfer rein, genau. Und da kommt hier noch einer. Und dann ist hier, kommt die Wirbelsäule rein. So war das. Dann ist das wohl vorne. Naja. Aber dazu dann wahrscheinlich nächste Woche mehr. Ist gerade im Druck. Sind noch knapp 40 Stunden, bis das Ding durchläuft. Dürfte morgen fertig sein. Da hat man jedes Mal diesen ganzen Mist hier noch dran. Das hält unheimlich auf. Aber anders geht's halt leider nicht. Ne? Wird dann so gedruckt und dann. Ja. Ja, und da ich ja nicht nur Teile drucke, sondern die auch mal bearbeite, die Waffe ist fertig. Die Westinghouse M25 Plasma Rifle. Sind im Insgesamt waren das 10 Bauteile. So ist er dann fertig. Wollt ihr sie sehen? Boah, ne? Okay, ich hole sie mal. Ich habe mich dann für die Battle Damage Variante entschieden. Sieht man das? Oh. Es ist schon ein mächtiges Ding. Das ist mit Farbe 1,5 Kilo, würde ich schätzen. Also 1,4 auf jeden Fall. Ja, liegt da gut in der Hand. Ja. Haben wir die schon mal. Ist aber relativ gut ausgewogen. Also. Wenn es jetzt eine echte wäre, gut, Munition sitzt hinten. Macht auch nochmal 1 Kilo aus, denke ich mal. 1,5 Kilo, irgendwas. Wie schwer sind 50 Bullets? Also 50 Kugeln, Patronen. Patronen, so heißt das ja. Wie schwer sind die? Keine Ahnung. Lange her, als man bunt war. Aber gesagt. Oh, gefällt mir ganz gut soweit. Ich habe ein bisschen mit Alb erst hier so ein bisschen dreckig angemalt. Angespritzt. Ja, Bescheid. Boah. Meine Westinghouse. Die ist fertig. Ja. Ja, langsam muss ich auch hier mal eine Liste machen, was alles schon gedruckt wurde. Weil man kommt schnell durcheinander bei den ganzen Stoßdämpfern und so. Das, und auch diese Dinger hier, alle verschieden groß, da muss man genau achten, was wohin gehört. Aber ja, wenn das Becken fertig ist, dann kommen da nochmal Stoßdämpfer rein, die muss ich auch noch drucken. Das heißt, 1, 2, nochmal 2 Stück. Ja, und dann können wir ihn schon mal das Unterteil zusammensetzen. Dann sind wir irgendwo hier. Und dann mache ich einen Cut und mache die Base. Anders geht's nicht. Weil die Base muss ich auch drucken. Für ein paar Sachen. Gut. Das war mal so ein kleines Update. Boah,
Ist noch viel Arbeit. Vor allem das mag ich ja, ne? Diese Dinger hier zu den Graten und alles. Ah, herrlich. Das wird noch ein Spaß werden. Ja, oder auch nicht. Okay, dann hoffen wir mal bis nächste Woche, ne? Also. Also bis Freitag. Nehmen wir mal Freitag als. Ungefähr. Wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Okay. Dann bleibt weiterhin gesund. Bleibt mir gewogen. Ja, Abo, liken, kommentieren. Kommentieren wäre schön. Kommentare finde ich immer gut. Teilen von mir aus. Oh, okay. Auch kein Problem mit. Nichts zu verbergen. Joa, ne? Dann machen wir das so. Dann schönen Sonntag noch und eine angenehme Woche. Tschüss.